Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet wunderbare Feiertage und ja, seid alle noch schön gesund geblieben. Es geht weiter mit Spieltag Nummer 2. Viel Spaß dabei. Augsburg gegen Gladbach ist das erste Spiel. Das sind die Ergebnisse des ersten Spieltages gewesen und der Überblick über die folgenden Spiele heute. Und hier nochmal die Tabelle. Los geht's. Spieltag Nummer 2, Augsburg gegen Gladbach. Augsburg hat das erste Spiel verloren, Gladbach gewonnen. Und die Fohlen, die machten es auch sehr gut und ließen den Augsburgern erstmal gar keine Chance. In der Bundesliga, ja, da hat der FC Augsburg gerne mal Borussia Mönchengladbach geärgert. Aber hier in der Halle, ja, da geht es eben um Fußballspielen und das kann Augsburg eher weniger. Und nichtsdestotrotz schlugen sie zurück kurz vor der Pause in Form von Alfred Finnbogason, der zum 1:1 trifft, Ball quergelegt, Sippel ohne Chance, 1:1 nach 3 Minuten der Halbzeitstand ging so durchaus in Ordnung. Springen wir in Durchgang 2, wieder Borussia Mönchengladbach, da wird Sippel gerne mal noch mitgenommen, am Fuß ja wirklich ein starker Typ, im Tor geht es so, aber auf den kleinen Hütten auch noch in Ordnung. Auf der anderen Seite schlägt der Ball ein, Embolo mit dem 2:1. Der FC Augsburg, ja, er probierte doch mal alles, er versuchte es und kam dann auch zu einer Kontermöglichkeit. André Hahn, der Ex-Gladbacher, aber er scheitert an Sippel. Es bleibt beim 2:1. Gladbach mit 6 Punkten und Augsburg hat 0. Der VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München. Auch hier die Vorzeichen ziemlich klar. Der FC Bayern hat das erste Spiel gewonnen. Stuttgart steht mit 0 Punkten da. Und auch hier war es erstmal ziemlich klar. Der Führungstreffer Niklas Süle, ja, das kann er eigentlich selber kaum glauben, dass er hier trifft. Aber wir haben es gesagt, in der Halle, da ist eigentlich alles möglich. Niklas Süle in Mittelstürmerposition kaum zu verteidigen. Aber der VfB Stuttgart, er ließ sich nicht ganz unterkriegen. Omar Marmoush, guter Fußballspieler, wenn er nicht gerade einen Elfmeter schießt, den er an die Latte lupfen muss gegen seinen Ex-Club, dann ist auch er ein ziemlich guter Kicker. Und hier in der Halle mit dem Futsal läuft es sowieso überragend. 1:1 zur Pause, alles offen. Der VfB Stuttgart mit gar nicht so schlechten Karten. Dann aber wieder Bayern, Süle mal wieder vorne mit drin. Sabitzer 2:1, 2 Minuten vor dem Ende. Das tut dann doch etwas mehr weh für die Schwaben. Verlieren ist hier absolut verboten und selbst ein Unentschieden würde eigentlich nicht reichen. Marcel Sabitzer, wow, in der Halle darf jeder. Aber wollen wir ihn nicht zu schlecht machen. Er hat sich hier dann doch ganz gut eingefügt. Halbe Minute noch zu spielen. Bayern zockt es locker runter. Choupo-Moting, Lewandowski und Süle mit dem letzten Abschluss. Es bleibt beim 2:1. Bayern Gladbach weiter, Stuttgart-Augsburg schon raus. Ja, Berliner Stadtderby in Berlin in der Halle Union allerdings im ersten Spiel mit der Niederlage. Die Hertha hatte zumindest ein 2:2 gegen Leipzig rausgeholt. Und auch hier die Hertha erstmal besser. Und das 1:0 von Suat Serdar. Da kommt die Kamera nicht mal hinterher. Wir schauen uns die Wiederholung an. Nett und das Dach geknallt. Da kann Union erstmal wenig ausrichten. Erster Durchgang aber noch nicht vorbei. Haraguchi zu Vogelsammer. Der kann auch raufballern und macht das 1:1. Es ging mit diesem Ergebnis in die Pause. Das ist wohl das Trendergebnis des zweiten Spieltags. Durchgang 2. Haraguchi hoch zu Marvin Friedrich. Der legt quer. Und Khedira auf Vogelsammer. Spiel gedreht. Doppelpack an die Vogelsammer. Die Hose mal wieder etwas normal getragen. Nicht mehr ganz hoch gerutscht. Da erkennt man ihn fast gar nicht wieder. Aber doch, das ist wirklich Andreas Vogelsammer. Die Hertha dann mit Mittelstädt quer zu Piontek. Den muss er eigentlich machen. Halbe Minute nur noch zu spielen. Die Hertha drückt er auf das 2:2. Mittelstädt, sehr da. Wieder von Mittelstädt der Ball. 2:2, 20 Sekunden vor dem Ende. Der Ausgleichstreffer, ganz wichtig für die Hertha, für Union. Ein herber Nackenschlag. Die Chancen stehen für die Hertha deutlich besser. Union Berlin, ja, kann sich eigentlich aus diesem Turnier so gut wie verabschieden. Freiburg, der Tabellenführer gegen Leipzig, die haben 2:2 gespielt und wollen nun die Tabellenspitze erklimmen. Das geht gut los, keine 20 Sekunden gespielt und André Silva, bei dem es zuletzt tatsächlich auch mal in der Bundesliga besser lief, macht hier in der Hallenmeisterschaft
Das nächste Tor für Flecken nicht zu halten. Freiburg hinten wie ein Hühnerhaufen. Und auch Flecken sieht hier nicht mehr ganz so gut aus. Konrad Leimer hat da viel zu viel Platz. Haut dann drauf. 2-0 für Rasenballsport. Schöner Name. Konrad Leimer macht das 3-0 dann. Da gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen. Es wird uns nicht nochmal angeboten im Replay. So viel Zeit haben wir nicht, denn es fällt das nächste Tor direkt. 0-4. Silva auch der Halbzeitstand. Uff, das war jetzt ganz schön heftig. Das muss man in 3 Minuten erstmal so hinbekommen. Es wurde noch übler. Angelinho, Silva 0-5. Zweistellig hat man hier in der Halle wohl noch nie verloren, aber der SC Freiburg scheint hier einer ganz speziellen Mission auf der Fährte zu sein. Aber sie konnten es dann doch abwenden, weil vorne einer zumindest den Ehrentreffer erzielt. Nils Petersen mit dem 1-5. Mehr wurde es dann tatsächlich aber auch nicht. Nach dem Auftaktsieg verliert Freiburg mit 1-5 und Leipzig hat jetzt 4 Punkte nach 2 Spielen und steht ganz oben. Gruppe C, Bielefeld darf jetzt auch einsteigen in dieses Turnier gegen Bayer 04 Leverkusen, aber nicht unbedingt die einfachste Aufgabe. Leverkusen hat 4-3 gegen Hoffenheim gewonnen und auch hier ging es ganz gut nach vorne bei Bayer 04, Jonathan Tah und Palacios im feinsten, allerfeinsten Zusammenspiel. Frimpong gegen Ortega, aber erstmal nur 2. Sieger. Trotzdem Bielefeld sehr defensiv, ja, mit diesem Einstieg ins Turnier hatten sie das vielleicht ganz anders geplant. 0-1, Jonathan Tah, 1 Minute 40 Sekunden noch zu spielen. Da ist Ortega Moreno ohne eine Chance. 0-1 nach 3 Minuten. Bielefeld musste jetzt langsam mal was nach vorne machen. Ansonsten können sie sich ganz schnell wieder aus diesem Turnier verabschieden. Aber Leverkusen hier lange Zeit überlegen. Dann mal Bielefeld. Brunner zu Kunze. Der trifft aber nur das Aluminium. Das hätte der Ausgleich sein können. Leverkusen in der Defensive, diesmal aber stabiler und vorne wollten sie dann den 2. Treffer nachlegen. Schick, Palacios, nein, 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 so wird das einfach nichts. 0-1, passiert noch was, Fabian Klos hat das 1-1 auf dem Fuß, aber Radetzky hält. Es bleibt bei diesem knappen Resultat und Bielefeld steigt ein mit einer Niederlage. Hoffenheim muss jetzt punkten, ja, langsam stehen sie unter Druck. Dortmund hat das erste Spiel knapp mit 3-2 gegen Fürth gewonnen. Hinten waren sie da ziemlich anfällig. Gegen Hoffenheim sah es ganz ähnlich aus. Ilas Bebu mit dem 1-0 für Hoffenheim. Über die Defensive des BVB wurde sich schon oft genug ausgelassen, wobei bei dieser Defensive gibt es kein genug. Auf der anderen Seite aber waren sie dann immerhin wieder schießfreudig, schießwütig. 1-1, Daniel Mahlen. Oliver Baumann sieht ziemlich schlecht dabei aus. Doch lange Zeit hielt dieses 1-1 nicht. Das ist immer der Vorteil am kleinen Feld. Kurze Ecke, Akpoguma liegt quer. Ilas Bebu vorbei an Kobel. Über die Defensive vom BVB haben wir uns lang und breit bereits ausgelassen. Halbzeit 2 ging dann aber wieder spektakulär los. Daniel Mahlen, Haaland, Mahlen, Haaland. 2-2. Es hat gerade mal 13 Sekunden gedauert und schwupps steht es in Durchgang 2 schon wieder Remis. Aber es ging noch weiter. Der BVB hatte jetzt Blut geleckt. Bebu fälscht den Ball ab, gibt Eckstoß, Haaland auf Akanji, boah, der steht da in der Luft, drückt sich da in die Höhe und macht es dann richtig stark. Die erste Führung für den BVB und Hoffenheim hat auch eben am ersten Spieltag gezeigt, dass sie hinten selber die ein oder andere Schwachstelle haben und so passiert es dann. 4-2, Daniel Mahlen, der entscheidet das Spiel, Dortmund gewinnt auch das 2. Spiel. Gewinnt mit 4-2 und hat jetzt 6 Punkte und sieht damit nach dem fast sicheren Sieger aus. Und auch die letzte Gruppe wollen wir uns nicht entgehen lassen. Frankfurt gegen Wolfsburg. Wolfsburg hat gewonnen. Frankfurt hat 2-2 gespielt. Also offene Karten. Hinteregger tankt sich dadurch. Macht das 1-0 für die Adler. Boah, da sieht
das Abwehrverhalten aber ganz, ganz mies aus. Der VfL Wolfsburg mal wieder in diesen spannenden blauen Trikots. Ist ja immer Geschmackssache, aber es geht hier eben um Fußball und nicht um Style und Aussehen. Steffen scheitert an Trapp. Frankfurt arbeitet weiter am 2:0. Borno, Baku, setzen sie sich mit etwas Glück durch. Baku zu Wichhorst. Trapp mit der Parade. Bis dahin Kevin Trapp noch nichts zu überwinden. Wichhorst weiterhin mit seiner Flaute. Es läuft nicht so richtig beim Niederländer. Jetzt aber wieder in Szene. Wichhorst, Baku zu Steffen. 1:1. Und das hat sogar nur 11 Sekunden gedauert nach Wiederanpfiff. Da kann dann auch Trapp nichts mehr ausrichten. Wolfsburg könnte mit diesem Resultat natürlich deutlich besser leben. Frankfurt hätte erst 2 Punkte, dann nach 2 Spielen für Wolfsburg wären es 4 Punkte. Das sehe deutlich rosiger aus und trotzdem ging Wolfsburg eher auf Sieg, wurde aber nichts mehr. 1:1, schiedlich friedlich und wie gesagt, das ist für den VfL besser. Für den VfL Bochum wäre es ebenfalls besser, hier dann zu gewinnen. Gegen Mainz 05, Mainz jetzt mit dem ersten Spiel und was für ein Fehler. Antwi Ajay nutzt ihn aus. Mega Bock von Mainz Nummer 1. Aber kurz vor dem Pausenpfiff die Chance Onisivo, aber er scheitert an Michael Bruno Esser. Das hätte das 1:1 zur Pause sein können. Nein, vielleicht sein müssen. Und im zweiten Durchgang, da ging der VfL Bochum dann richtig ab. Antwi Ajay zu Robert Tesche. Fiel bislang eigentlich in der Bundesliga-Saison eher mit roten Karten auf. Hier zeigt er aber auch, dass er wirklich mit dem Ball am Fuß einiges drauf hat. Mainz 05 jetzt jenseits von Gut und Böse. Ingwarz mit dem Megafehler. Polter zu Antwi Ajay. Powerschuss, Gamebreaker, wie auch immer man das nennen möchte. Das ist ein ordentliches Ding. Gutes Fund. Haut rein. Und der Sieg war sowieso schon klar. Ein hatte Bochum dann noch. Sebastian Polter mit dem 0:4. Rabenschwarzer Auftakt für Mainz 05 in dieses Turnier. Aber gut, sie haben ja noch genug Spiele, das wieder auszubaden. Der VfL Bochum startet mit 4 Punkten und ist oben auf. Jo, hier habt ihr die Ergebnisse des zweiten Spieltags nochmal im Überblick. Darunter seht ihr dann die 8 Spiele, die nächsten Spieltag, also das nächste Video kommt. Vielleicht dann auch schon die Zusatzspiele der anderen Gruppen. Das ist die Tabelle, kurz und knapp im Überblick. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, das würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, wir sehen uns. Vielen Dank fürs Zuschauen und adios.